Entwicklung von GBN Systems. Sie haben sich ja in unserem Haus schon ein bisschen umgesehen. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl da alle da herin. Konnten vielleicht auch schon eine Brotzeit genießen und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Gespräche an den Tischen, die sind auch recht interessant. Ja, ein starkes Unternehmen kann nur stark sein, wenn starke Mitarbeiter hat. Ja. Und darum haben wir ja gesagt, wir bilden uns ein, dass unsere Produkte sehr intelligent sind. Und intelligente Produkte oder innovative Produkte oder auch genau auf den Kunden zugeschnittene Produkte kann man im Prinzip nur machen in einem intelligenten Unternehmen und intelligentes Unternehmen. Es ist richtig so in die Tiefe, richtig so reingefressen. Ausgefressen? Also es, im Grunde ist zur Nase wirklich fast nichts mehr da. Die auch größer ist, dass da nichts auf die Haut kommen kann, ziehen das wieder ab, wird alles entsorgt, das war's. Also das ist eigentlich die ganze Therapie. Dass die Innenwand der Arterie durch dieses Drahtgeflecht, so ein Stent ist ja im Prinzip wie so ein Geflecht, was im Prinzip dann aufweitet. Und wenn Sie das durch die Arterie einführen, dort wo Sie es dann aufweiten, verletzen Sie die Innenwand. Kommt bei GBN, kommen Sie ruhig die nächsten Stufen noch näher. Bleib stehen. Mit welcher Erwartung kommen Sie heute zur Hausmesse bei GBN? Die Erwartung ist ganz einfach. Der Erfolg ist im Grunde von mir und ich wollte einfach mal schauen, was er noch so alles macht. Schule sagt immer, malen ist ganz einfach. Man muss nur die richtige Farbe an die richtige Stelle am Papier oder an der Leinwand anbringen und schon hat man ein tolles Bild. Rebecca Jeskel und Annika Schöner, herzlich willkommen. Ich weiß, dass Sie, wo Sie sind. In unserer Gemeinde Bogen-Buchheim recht herzlich begrüßen. Ich bin schon stolz, dass wir erstens ein Unternehmen haben, GBN, aber dass wir heute so eine Veranstaltung auch hier in unserer Gemeinde haben. Thank you.
Herr Zimmermann, auf der GBN Hausmesse nimmt man einige neue Eindrücke mit. Sie waren heute hier zu Gast und ich hoffe, Sie konnten sich hier bereichern an Informationen? Ja, sehr. Das war ein sehr informativer Abend. Sehr interessante Buchvorstellung von Herrn Förg und ein sehr interessanter Netzwerktreff mit sehr hochkarätigen Besuchern, die zu sehr interessanten Gesprächen geführt haben. Frage ich mich natürlich, wie empfindet man die mechatronischen Feinheiten bei GBN Systems? Sehr interessant, vor allem, weil ich einen sehr guten Freund habe, der Inhaber von 2 Body Street und 2 Solarfirmen ist. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch was für ihn und ich nehme es gerne mit. Also schaffen Netzwerke auch hier Geschäftspotenziale? Ja, auf alle Fälle. Kann man nur so sagen. Siegfried Förg ist die Kundenbindungsmaschine in Deutschland. Er macht bei so vielen Veranstaltungen mit und ist ein Geschäftsfreund geworden, oder? Ja, auf alle Fälle. Also er war auf der Messe schon sehr, sehr gebend, hat mir schon sehr viel erzählt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Er ist ein hervorragender Verkäufer und ein sehr netter, ethischer Mensch. Und das macht ihn schon sympathisch, dass man Vertrauen zu ihm hat. Hätten Sie damit gerechnet, dass Sie so ein tolles Unternehmen hier in Buch am Buchrhein antreffen würden? Ich bin vollkommen überrascht, hier ein so großes Unternehmen außerhalb von München kennenlernen zu können. Die tollen Vorträge, Buchvorstellungen, die uns heute geboten wurden, eine ganz prima Veranstaltung, typisch Orchidea. Und danke an Herrn Förg, der das hier so toll eingerichtet hat. GBN Systems als mechatronisches Unternehmen ist ja eher was für die männliche Abteilung. Wie fühlen Sie sich hier bei all den technischen Errungenschaften so als Frau, die sich ja auch mit der Ton- und Schalltechnik gut auskennt? Ich habe immer die Ohren offen, etwas Neues zu erfahren. Und da bin ich doch gerade richtig hier, oder? Bei GBN Systems gab es eine Menge zu entdecken. Für technisch ambitionierte Männer genau die richtige Spielwiese, oder? Ja, obwohl das doch ganz schön speziell ist, was dort entdeckt wurde oder was hier vorgestellt wurde. Mit Halbleitern kenne ich mich nicht so aus. Ich kenne mich nur mit Managern aus. Wenn man mit Managern, Halbleitern vergleichen würde, auf welche erste Assoziation käme man da? Weiß nicht, Widerstand. Oder falsche Ladung? Oder so. Ja, bei Siegfried Förg hat man offensichtlich Überraschungen im Petto. Es gab nicht nur Technisches, es gab auch etwas fürs Gefühl und etwas für die Entwicklung der Persönlichkeit. Man hört hier permanent die Programme. Die Vorträge, die Zwischenprogramme, die hier da waren, die waren recht ratsam für jeden, der dort Nachhilfe benötigt, unbedingt. Oder wieder was auffrischen möchte. Mir war das gut, dass Sie alle bei uns hier waren, bei uns auf der ersten Hausmesse. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Informationen gewinnen und auch unsere Smartpoints haben ein paar Informationen für Sie bereitgehalten, die für Sie von Interesse waren. Es war toll, dass Sie hier waren. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns wieder mal besuchen und dass vielleicht sogar eine Geschäftsbeziehung daraus entsteht, woran ich ganz positiv glaube. Herzlichen Dank für den Besuch. Wir haben bis seit 23 Jahren Umschlag bei Team. Super, ey.